zurück zum 122. Part von Sacred Company Ankaria. Frostwing habe ich erhalten, den kann ich gebrauchen. Okay, dann gehen wir gleich hoch zum letzten Auftraggeber. Nein, zweitletzten. In der Arena selber hat es auch noch einen. Hier, den hier. Celdrahil, Gladiatorenmeister zu Hohenmut. Ich will meinen Minotaurus wiederhaben. Der verdammte Sklave ist getürmt. Bringt ihn zurück und es soll euer Schaden nicht sein. Ihr seht aus, als würdet ihr nicht vor einem Kampf mit einem Minotaurus den Schwanz wie ein geprügelter Köter einziehen und davon eilen. Mokka, einer meiner Gladiatoren-Minotauren, ist entlaufen. Vermutlich hält es sich das Vieh irgendwo in den umliegenden Höhlen versteckt. Das ist ein Auftrag nach meinem Gusto. Dieser Auftrag, der führt uns in eine Höhle, die wir noch nicht besucht haben, die ich extra dafür ausgelassen habe. Die ist hier drüben. Also wir sind hier, dann geht es hier die Straße entlang, hier etwas rauf, dann den Weg rauf hier und in dieser Höhle ist Mokka. Ja, dieser Quest nimmt etwas einen anderen Verlauf. Mehr sage ich nicht, aber ja, seht ihr selbst. Bis nachher wieder. Vergebung. Thank you.
Ja, jetzt sind wir vom Mokka. Armer Kerl. Spielständen. Verquest die Begabe, mach wie so. Und F9. Also, Mokka der Ehrbare. Naja, das sagt sie schon, der Name. Warte, bevor du Mokka niederstrecken. Ich bin Gladiatores und Sklave. Ja, aber Mokka auch haben Recht auf Freisein. Niemals du mich bringen, Leben zu brutales Beißer der Gladiatores. Aber wenn du voll mit Ehre lass mich leben und bringe Herrn der Gladiatores dieses Schandzeichen. Ist Sklavenin, sage, Mokka sein frei. Mal schauen, ob dieser Ring hier wegfällt. Bin mal gespannt. Ne, er hat ihn immer noch an. Aber er hat ihn mir symbolisch übergeben. Ja, ich erhalte hier, glaube ich, nichts. Ich lasse das hier. Ich mache das nicht, das Gespräch nicht nochmal. Ja, wir haben Mokka freigelassen. Mokka der Minotaurus. Jetzt werde ich zum Auftraggeber zurückkehren. Der wird weniger Freude daran haben. Bis nachher. Feigling! Blut reinigt deine Seele. Er flehe Vergebung. Er flehe. Flehe Vergebung. Komm zurück. Unversehrt. Sterbt.
Wenn mein Auftraggeber mir korrekte Informationen gegeben hat, müsste just hier das Zielgebiet sein. Ja, und hier sind wir. Cetrahil. Cetrahil, Gladiatorenmeister zu Hohenmut. Du hast ihn laufen lassen und wagst es mir, seinen Sklavenrinder als Abschiedsgeschenk zu überreichen. Dafür wirst du zahlen, du Verräter. Stirb! Eisplitter? Okay, das ist schon gut. Das ist ja in Ordnung. Das kann ich wirklich sogar noch gebrauchen hier. Das lassen wir. Ihr habt kein Brot gegen mich. So, und dann geht's gleich mal weiter, ausnahmsweise gleich hier in die Arena. Zu Hauptmann Chino. Oder Zino oder Chino. Nee. Okay, ich heb's mal auf. Wir kommen ja bald wieder bei einem Händler vorbei. Dann habe ich Platz wieder in meinem Inventar. Ja. So, Vorauftrag. Also. Hauptmann Zino, innerhalb von 3 Tagen muss ein Streiter für unsere Einheit gegen den arroganten Soldaten von der Mordreihe antreten. Kämpft für die Königstreuen in der Arena. Unsere Einheit hat ein kleines Problem. Wir streiten ein Turnier mit diesen armseligen Recken von der Mordreihe in der hiesigen Arena. Nun wurde aber auch unser Champion vergiftet und kann nicht antreten, weil er sich mit fürchterlichen Krämpfen windet. Doch während der Medikus sich um sein Heil bemüht, brauchen wir einen versierten Streiter für unsere Sache. Betrachte diesen Auftrag als bereits erfüllt. Aber sicher. So, diese Kämpfe hier in der Arena, die werden mehrere Runden dauern. Ich weiß nicht genau, ab welch das ist beendet ist, vielleicht ab der 10. Ich weiß es nicht, ab das sehen wir. Ich werde ein paar Mal hier ihn immer wieder ansprechen und irgendwann werde ich dann speichern, weil ich nicht genau weiß, wann es zu Ende ist. Okay, vorbereiten. Und los geht's. Hier haben wir den Ritter Keditar. Seid ihr bereit zum Kampf oder sollte ich lieber Abreibung sagen? Dankt mir für euren schnellen Tod. Ja, er ist zumindest nicht. Aha, du willst auch noch. Du auch. Aha. So läuft es also. Ja.
ist hier fertig. Anscheinend. Was ist hier oben? Nichts, was ich brauche. Das war von vorhin. Das könnte schon fertig sein. Okay, F9. Was für ein Gemetzel. Ha, ihr habt sie vom Platz gefegt und unsere Ehre gerettet. Hier, nehmt euren Anteil vom Preisgeld und lasst uns anstoßen. Wasserform, könnte ich eintauschen? Ha, es war so schnell vorbei und es ist schön, euch zu sehen. Okay, dann war das hier das Abenteuer in der Arena. Ich werde hier noch ein bisschen verweilen. Mal schauen, ob ich nicht eine Rune erhalte, die ich wirklich gebrauchen kann. Vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Bis dann.